genau unser Ziel gewesen und ich bin einfach happy, dass wir das erreicht haben und wir haben heute auch ein gutes Spiel gemacht, viele Chancen herausgespielt. Es hat wieder daran gehapert, dass wir nicht aus dem Spiel heraus getroffen haben, aber wenn wir jedes Spiel 2 Elfmeter bekommen, ist das auch okay. Es fehlt einfach, dass der Knoten mal platzt. Ich meine, wir erarbeiten uns wahnsinnig viele Chancen. Positiv dabei ist, dass wir nicht aufhören und immer wieder weitermachen und trotzdem offensiv weiterspielen und uns weiter die Chancen erarbeiten. Ich bin mir wirklich sicher, dass einfach ein Tor jetzt mal reingehen muss und dann wird das auch flutschen. Nein, es gab keine Absprache. Elfmeter ist so eine Sache, man muss sich gut fühlen, man muss das Ding dann sich den Ball einfach nehmen und schießen. Und Babs hat es beim ersten gemacht und ich weiß, es ist schwer in einem Spiel 2 Elfmeter zu schießen. Und deswegen, also ich habe immer der Mannschaft gesagt, ich bin da, wenn sie mich brauchen. Also ich schieße den. Ich bin aber jetzt nicht unbedingt geil drauf, jeden Elfmeter zu schießen. Also ich muss nicht immer vom Punkt aus schießen. Also Lena hat einen super Spielaufbau. Das tut uns sehr gut. Sie verteilt die Bälle, sie antizipiert vieles und spielt sehr clever. Und das hat sie heute klasse gemacht. Und ich bin wahnsinnig froh, dass das mit auf dem Platz stand heute. Gegen Holland wäre bestimmt eine geile Stimmung gewesen. Das wäre auch nicht schlecht gewesen, hätte ich mich auch gefreut. Jetzt geht es gegen Dänemark, wird auch kein leichter Spaziergang. Ich bin gespannt auf die Bilder. Ich habe jetzt immer mal einen Teil von den Spielen gesehen, aber es kam nie dazu, dass ich ein ganzes Spiel gucken konnte. Von daher freue ich mich auf die Videoanalyse. Und wir regenerieren uns jetzt erstmal und dann geht's voll auf das Spiel gegen Dänemark.